Jetzt sind wir live, sagt es. Ja, Jetzt alright, war der gut. Counter da. Na dann, entschuldigt die Verspätung heute am Mittwoch. Es ist jetzt 8:34 Uhr und nicht wie gewohnt 8:30 Uhr. Technik, Spaß am Mittwochmorgen. Aber herzlich willkommen zum Morning Show mit Barbara Lampel und Regina Westenthaner, heute aus Köln und Magdeburg. Ja. Wie war es, Ja, Magdeburg? super. Sehr schön. Super. Ist immer noch schön. Magdeburg ist eine kleine Stadt. Sieht gut aus. Hat viel Geschichte. Das wabert aus allen Poren. Coole Cool. Geschichte. So, man sieht uns. Mariana ist auch schon da. Ist schon wieder wach. Gestern nach ihrem Barcamp. Sehr cool. War eine super coole Veranstaltung. Wenn ihr mal Lust habt, nach Magdeburg zu fahren auf dem Barcamp, macht das. Oder auch die digitale Version. Es gibt ja auch immer noch die digitale Version, die Mariana anbietet. Wir empfehlen von ganzem Herzen Marianas Barcamps und Konferenzen und sonstige Geschichten. Auf jeden Fall folgen, angucken, sonst was. Yes. So, Genau, wir aber haben ja heute eine bisschen lustige Überschrift genommen. genau, heute zum Thema, welcher Teufel reitet uns, welchen Lack haben wir gesoffen und warum starten wir denn eigentlich am Samstag die 33 Tage Inspired Action Break the Hustle Cycle? Ja, diese Fragen werden wir heute für euch beantworten und mit euch darüber sprechen, warum das Sinn macht und warum das schon noch geil ist, das auf die Challenge obendrauf zu packen. Genau. Vielleicht erstmal noch Rückblick auf die Challenge. Die Challenge-Woche ist Yes. um. 7+1 Tag und es war so schön. Und das Feedback ist so großartig. So, das Ja. war die Autistenrobbe. Wenn ich mich freue, mache ich die Robbe. Jetzt wisst ihr endlich mal, was es mit der Robbe auf sich hat. Genau. Genau, nee, Challenge war großartig. Wir haben super viel Feedback bekommen in der Gruppe. Wir haben super viel Feedback bekommen, auch per Mail, dass es wahnsinnig viel gebracht hat, dass es irre ist, was wir da für Stuff raushauen. dass es wirklich intensiv war. Waren 7+1 Tag, Real Business Magic Challenge. Und die war schon echt mit intensivem Tiefgang. Hat auch ganz schön was bewegt, haben wir schon gesehen. Und die spannende Frage, ja, wenn das schon so geil war, was soll da noch kommen? Wenn Frau Lampel das macht, dann hat sie saß ja an einem Dokument und hat gebastelt. Genau. Frau Lampel war nämlich super fleißig und hat da nochmal drüber gearbeitet, nochmal drüber gearbeitet, nochmal drüber gearbeitet. Und ich werde mir das nachher nochmal alles zu Gemüte führen. Bin schon Damit super ihr auch die gespannt. sprachliche Sauberheit habt und nicht damit leben müsst, dass ein Mathematiker eure Sachen geschrieben hat. Und dann kann ich echt nur sagen, das wird nochmal richtig Hammer. Und natürlich geht da noch eins drauf. Ihr wisst ja gar nicht, was alles geht. Der war jetzt ein bisschen gemein, aber es ist wahr. Ihr wisst wirklich nicht, was alles geht. Ich glaube, das allererste Wichtige zu verstehen ist, die 33 Tage Inspired Action setzen auf der Real Business Magic Challenge auf. Sie beziehen sich auf die Real Business Magic Challenge. Falls ihr bei der Challenge nicht dabei wart, das ist kein Problem. Ihr kriegt vorab von uns eine Intro-Mail, da ist die Challenge schon mal hinten dran, sodass ihr nacharbeiten könnt. Also auch da, wenn ihr jetzt gesagt habt, hey, Challenge habe ich irgendwie verpennt, kein Problem. Sobald ihr die Inspired Action ist, quasi inklusive der Challenge, weil ihr die Sachen, die ihr herausgefunden habt über euch und über euer Business braucht. Und darauf beziehen wir uns konstant durch diese 33 Tage. Also erster wichtiger Punkt, es ist kein separates Produkt, sondern es ist wirklich, es baut drauf auf, es vertieft es und es bringt das Ganze in einen etwas stärkeren anderen Drift hinein. Aber es ist wirklich Add-on auf die Real Business Magic Challenge obendrauf. Das ist, glaube ich, das erste Wichtige, was man Ja. wissen muss. Also für alle, die die Challenge geil fanden, guckt euch auf jeden Fall an die 33 Tage Inspired Action. Denn auch die Frage hatten wir schon so, macht ihr die jetzt nur einmal? Nein, wir machen die nicht nur einmal, aber in der jetzigen Version sind 5 Live-Calls mit drin, die wir danach wahrscheinlich einfach nicht, also wir werden die Schlagzahl an der Zahl der Live-Calls, wenn es standardmäßig in Zukunft zu kaufen ist, nicht auf 5 halten können. Also wer jetzt sagt, so ich will auf jeden Fall mit den Mädels die 5 Live-Calls haben, dann müsst ihr bei dieser Runde dabei sein. Das funktioniert nicht bei den anderen. Da werden wir es dann im Nachgang anpassen. Also deswegen, die erste Runde kriegt den Goodie mit 5 Live-Calls oben Yes. drauf. Genau. Yes. Also ich muss mal ganz kurz sagen hier, ich bin total irritiert, weil ich sehe dich einfach nur, du stehst, bei mir das Bild steht und du grinst und das die ganze Zeit. Ich sehe überhaupt nicht deine Mimik oder deine Gestik, wenn ich mit dir spreche. Die Technik ist halt einfach großartig. Deswegen gucke ich manchmal so ein bisschen bescheuert, wenn ich denke, okay, was.
Solange du mich noch hörst, Schatz. Ja, alles gut, alles gut. Ich kann mit allem leben. Ich muss nur sagen, warum ich so irritiert gucke. Genau. Ja, also die First Mover haben natürlich einen krassen Vorteil, wie immer, weil sie wirklich noch mal näher dran sind. Später wird das noch in eine andere Form kommen, aber es wird genauso geil sein. Nur Ja, genauso geil, nur halt, wie gesagt, die es fehlen diese Live-Nummer. Live-Bezüge. Ja. Es gibt so ein bisschen anderes Add-on dann, aber die Live-Bezüge fehlen Genau. dann. Und natürlich, live ist immer am Geist. Also überlegt euch das gut, wirklich. Samstag geht's los, 3. Oktober, am Feiertag fangen wir an, weil wir sind hier gnadenlos. Wir sind gnadenlos, außerdem ist es der 3.10. für 333 Euro und ihr könnt euch jetzt schon sein, ich kann es ja spoilern, ihr kriegt am 3. eine intensive Mail, aber jetzt nicht die arbeitsintensivste Mail und auch die Sonntagsmail hat, es ist schon abgestimmt sogar auf die Wochentage, wo man halt eben sagt, es gibt so verschiedene Momente, die unterschiedlich sind, je nachdem, welchen Wochentag die Challenge quasi ausgespielt wird. Oder die Challenge, die Inspired Action ist keine Challenge mehr. Ich glaube auch ganz wichtig, nochmal zu verstehen, was zum Teufel ist eigentlich Zielsetzung der Inspired Action? Also was ist und bleibt die Idee dahinter, warum wir dieses Produkt aufgesetzt haben? Yes, du fickst mich jetzt. Ja, ich frage dich, ich weiß, es ist wichtig, aber wenn ich aufhöre zu reden, war das eine Frage. Okay, alles klar, gut. Warum? Ja, Warum habe ich das Ding gemacht? warum haben wir das gemacht? Erstens mal, wir sehen total viel bei uns und bei unseren Kunden, bei den Leuten, die uns folgen, die in den Gruppen drin sind und so weiter, dass es immer wieder zu diesem Hustle-Moment kommt, wo man über die eigenen Füße stolpert, wo man wirklich einfach nicht mehr klarkommt und wo Aufgeben manchmal nach der besseren Option aussieht. Und wir wissen aber ganz genau aus unserer Erfahrung jetzt der letzten Jahre, Aufgeben ist nicht die beste Option. Ja? Und es ist auch nicht die bessere Option, sondern es ist die Frage, wie tust du was? Und da kannst du wahnsinnig viel Zahnräder, wahnsinnig viel Stellschrauben drehen, damit es für dich besser funktioniert. Und wir brauchen dieses Jahr ganz dringend, brauchen wir immer, aber dieses Jahr ist es so manifest offensichtlich, wir brauchen dieses Jahr ganz dringend diesen Schub durch den Herbst, durch den Winter, rein ins Frühjahr nächstes Jahr. Wir brauchen diese Klarheit, wir brauchen dieses Standing auch. Was daraus entsteht, weil diese 7-Tage-Challenge, ganz ehrlich, das ist so ein bisschen Pflaster. Ja, das ist so der erste Moment. Das ist geil, das geht tief. Also unsere Pflaster sind ziemlich cool. Aber das Definitiv. ist nicht, das ist noch nicht, das ist noch nicht die Umsetzung. Das ist Erkenntnis, okay. Das ist ein Erkenntnisprozess, das ist ein Einsortierungsprozess, auch okay. Aber das ist nicht die Umsetzung, diese permanente Dranbleiben, dieses permanente auch in diesem Energielevel zu bleiben, um das wirklich auch durchziehen zu können, ja. Und das ist einfach der Grund, warum wir das draufgepackt haben, weil wir sagen, okay, wir brauchen das super, super dringend. Und ja, die Challenge ist viel Content, es ist viel Arbeit steckt da drin. Aber ganz ehrlich, es ist auch viel Ergebnis, was da drin steckt. Und das Ergebnis kannst du natürlich über die 33 Tage Inspired Action echt maximal multiplizieren. Ja, je nachdem, wie du mitmachst. Und ich glaube auch ganz wichtig zu verstehen vom Aufbau her ist, die Real Business Magic Challenge war dieser innere Bezug. Das war uns ja ganz wichtig und ich habe jetzt auch das Allergeilste. Frau Westenthaler, Sie sind nicht eingefroren, Sie sind ein GIF. Sie machen momentan immer großartig. Deswegen Also ich hoffe, ihr seht uns einfach ganz normal, könnt ihr uns mal sagen. Vielleicht schauen wir auch aus wie Beavis und Butthead heute, keine Ahnung. Frau Westenthaler ist ein GIF bei mir. Das ist hilarious. Moment, ich muss Okay. mal was machen, was ich sonst normalerweise nicht tun würde, aber das ist einfach zu schräg. Ich drehe so lange weiter, weil das ist einfach großartig. So, Frau Westenthaler heute als GIF in der Good Morning Show. Warte, ich mache ein Foto. Du bist die Grinsekatze hier. Genau, so super, großartig. So, wo waren wir? Ach ja, genau. Die Real Business Magic Challenge ist und war dieser innere Verbindungspunkt wiederherzustellen. Das Was, das Wie, das Warum, das weniger eben das Wie. Die Inspired Action setzt auf einem Konzept auf, das wir ja alle kennen. Das hatten wir schon mal erklärt. Diese Inspired Action, wenn du in diesen Arbeitsflow hineinkommst, wenn du selbst nach einem langen Tag vom Schreibtisch aufstehst und irgendwie denkst so. Und jetzt ist die Frau Reusenthaler wieder normal.
großartig war. Dieses in den Flow reinkommen, dieses aber eben auch wissen, wann ist jetzt Pause angesagt, dieses Wissen, was ist jetzt wirklich steht an. Und die Inspired Action macht genau das, basiert auf diesem Grundkonzept, was viele, wenn ihr schon mit Manifestation oder mit grundsätzlich solchen Dingen auseinandergesetzt habt oder wie eben Flow eben funktioniert, da gibt es diese drei großen Punkte, und das ist dieses, was man im Englischen eben dieses, die sogenannte Ausrichtung, also dieses Get in Alignment. Der nächste Folge ist eben Folge der Stimme, die du da hörst. Frage ist dann meistens, welche verfickte Stimme jetzt gerade in meinem Kopf? Und dann Take Immediate Action. Das sind diese drei Grundprinzipien, die hinter jedem Flow, egal ob es aus der Sport oder aus der Manifestations- oder aus der Neurobiologie, wir wissen eben, dieses Ausrichten, dieses auf die Stimmen, und die können sowohl Kognition wie Intuition sein. Und dann eben dieses wirklich Taking Action. Und an allen drei Punkten kann es einfach haken. Und diese drei Schritte, das werdet ihr in den 33 Tagen finden. Und wenn ihr in der Challenge war, dann werdet ihr diesen legendären Satz von uns da immer lesen. Ja, aber. Ja, aber. Das ist schon richtig. Aber das funktioniert so nicht. Und das zieht sich eben auch durch diese 33 Tage Inspired Action durch. Und wir haben auch nochmal einen ziemlichen Drift angelegt, indem wir die Inspired Action in eine Inside Action oder eine Outside Action aufgeteilt haben. Während also Real Business Magic Challenge sehr das Arbeiten mit euch war, sehr das Arbeiten mit sich selbst, geht es jetzt auch wirklich, Inspired Action muss im Außen stattfinden, weil die oberste Regel nun mal, wo kommt meine Kohle auf Konto her? Von außen. Also der Kunde beauftragt von außen, nicht von innen. Also ich meine, ich mag ich deswegen den Business-Coach-Begriff einfach nicht so. Ich finde in mir die Kunden, da habe ich ein grundsätzlich psychiatrisches Problem. Also deswegen, es kommt ja von außen. Und diese Inspired Action setzt eben genau an diesen zwei Punkten an. Diese Inside Action, die so wichtig ist, damit ich Inside Outside machen kann. Aber wir halten da wieder an, sondern legen die Outside Action oben drauf. Noch machen wir eben halt genau auch das nicht verkehrt rum, im Sinne von zu sagen, okay, wir machen nur die Outside Action und machen irgendwie so ein bisschen Sichtbarkeitschallenge oder sonst was. Also das ist so die Grobkonstruktion hinter den 33 Tagen. Und worum es eben geht, ist, dieses andere Arbeiten zu finden. Egal ob im Kleinen, im Großen, im Mittleren, was das für euch auch immer heißt, dieses andere Arbeiten. Nicht dieser Hustle-Hustle-Modus, wo du einfach nach 7, 6 Tagen dir denkst, so, jetzt brauche ich aber 6 Wochen Urlaub. Genauso wenig wie dieses, und nun brauche ich Inspiration, dass ich am Schreibtisch was Sinnvolles produziere, insbesondere wenn es um meine Sales-Kommunikation geht. Das ist genau das aufzubrechen. Yes. Und es ist nicht nur ein anderes Arbeiten, sondern da entsteht auch ein anderes Verhältnis zur Arbeit, ja. Und das ist was ganz wichtig und auch ein ganz anderes Verhältnis zu Dingen und zu Worten. Das ist bei uns immer so wichtig. Wir haben ja immer dieses fucking own it. Also auch besitze die Worte. Wir hatten gestern bei dem Barcamp, es war total spannend, als ich sagte, es geht nicht um Sichtbarkeit. Dann war so im Raum so großes Ausschnaufen. Wie jetzt? Nein, geht's gar nicht drum. Ja, das kannst du total vergessen. Sichtbarkeit hat klar, es geht um Sichtbarkeit, aber in einer ganz anderen Konnotation. Und du musst es irgendwie umwandeln in deinem Kopf, damit du verstehst, es geht nicht darum, zum Beispiel jeden Tag zu zeigen, wie deine neue Unterhose aussieht. Ja, also das ist nicht der Punkt, sondern es geht um was ganz anderes. Es geht darum, eine Dienstleistung, ein Produkt, eine professionelle Unternehmerpersönlichkeit greifbar zu machen. Das ist was ganz anderes. Und dann wird das plötzlich so, okay, alles klar, ich habe es bis jetzt immer falsch verstanden. Vielleicht hast du es gar nicht falsch verstanden, vielleicht wurde es dir falsch vermittelt. Und dieses Verhältnis auch zu den Dingen, die wichtig sind als Unternehmer, als Unternehmerin, die wichtig sind zu tun, die wichtig sind anzupacken und auch eine Priorisierung reinzukriegen. Weil wie viele Leute rennen von Kurs zu Kurs oder von Anbieter zu Anbieter und kommen dann immer noch nicht auf den Punkt? Sehen wir ja in unserer Daily Practice, ja, sehen wir ganz oft, da wäre so viel mehr drin, da wäre so viel mehr auch Conversion drin, da wäre so viel mehr auch sinnvolle Arbeit drin, sodass du am Abend denkst, ey, ich habe was Cooles gemacht und ich habe was erreicht. Und diesen Frustmoment da mal auszuräumen und zu gucken, wie kriegen wir das hin? Ja, wie kriegen wir das hin, dass genau dieses Gefühl bei dir vorherrscht? Er ist nicht jeden Tag gleich. Manchmal machst du die Steuer und dann denkst du, bleh. Ja, aber dieses Gefühl als zur Hauptsache zu machen, ja. Das ist eigentlich der Punkt. Und dieses fucking own it, beleg die Worte mit deiner eigenen Konnotation. Sieh das in deinem eigenen Kontext. Dein eigener Kontext ist wichtig. In diesen Kontext musst du das reinsetzen und dann funktioniert das. Und das ist wirklich so dieser Grundtonus, der da drin steckt. Und das ist ziemlich geil.
Ja, und eben halt auch das, wo man halt immer wieder sagt, und das ist so das war ja auch, wenn die auch Feedback von der Challenge zu sagen, okay, irgendwie ist der Inhalt, ja, es ist unfassbar viel auf der einen Seite und auf der anderen Seite macht auf einmal die Reihenfolge so viel mehr Sinn. Genauso wie diese drei Schritte, die ich euch gerade genannt habe. Ich meine, die drei Schritte sind genau die gleichen drei Schritte, die wir auch benutzen. Der Punkt ist nur, dass dem entgegensteht mit diesem, ja, dann richte ich mal aus, was soll ich jetzt machen? Mich aufs Sofa setzen? Oder was soll das sein? Und wie komme ich dann von Schritt A nach B? Und das ist eben genau das. Und in den 33 Tagen habt ihr diese Herausforderung nicht, denn ihr habt ja uns. Ihr könnt ja Genau. quasi sagen, was jetzt ansteht. Und das ist so dieser erste Schritt. Ich habe jemanden, der mir sagt, das ist die Reihenfolge, halte ich dran. Und das ist interessant, dass man immer wieder sieht, also ich finde es sehr spannend, wenn ich mit insbesondere US-Kunden arbeite, die stellen nie in Frage, wenn ich sage, komm, mach das, dann wird das gemacht. Deutsche Kunden diskutieren schon mal lieber. Und das ist aber eben genau dieser Teil der Inspired Action, wirklich zu sagen, okay, pass auf, das ist die Reihenfolge. Versuch's für 33 Tage. Und wenn du dann feststellst, ist es nicht deins, dann hast du es versucht, wirst viele Erkenntnisse gewonnen haben, bis an einem fucking ganz anderen Punkt. Da kannst du immer noch mit mir diskutieren. Aber finde da meistens nicht statt. Aber dieses einfach mal zu sehen, dass drei Schritte zwar richtig sind und dich wirklich nach vorne pusten, wirklich Umsätze nach oben bringen, den ganzen Kladderadatsch wirklich erzeugen, aber die Zwischenschritte wie immer einfach sehr, sehr anders, sehr viel ausführlicher sind, sehr viel mehr Drift reinbekommen müssen. Und dieses, was wir jetzt eben haben, ich meine, wir haben jetzt irgendwie Ende September. Und wir sind in einer skurrilen Variante, ja, noch 12 Wochen in 2020. Und irgendwie fühlt sich's an wie, verdammt, wie sind wir Ende September gelandet? Auf der anderen Seite sind es noch 12 Wochen und diese 12 Wochen sind gar keine wahre Aussage, weil wir müssen alle bis Mai planen. Ja, weil vorher wird es irgendwie in Deutschland nun mal nicht wärmer werden. Wo wir sagen, wir müssen alle irgendwie bis April, Mai planen. Ja, man würde sich jetzt auch so diese größeren Strömungen angucken und sagt so, ja, wir müssen uns auf den Winter vorbereiten, aber ganz anders. Und man kann diese nächste Phase von jetzt bis April, Mai nicht durchstehen, indem ich quasi mit dem Kopf ständig gegen durch die Wand laufe und eben halt, wenn es mir ständig meine Prioritäten versaut. Und das ist eben so, man sagt, so ganz wichtiger Punkt, egal ob ich jetzt für die Inspired Action entscheidet, ja oder nein, habt eure Prioritäten im Begriff. Und wenn ihr auch nur ansatzweise denkt, boah, ey, ich scheitere an meinen Prioritäten, dann holt euch Hilfe, was auch immer das heißt. Aber das ist das entscheidende Kriterium für die nächsten paar Monate, sind Prioritäten setzen können. Prioritäten setzen können, auch zu sagen, okay, wann ist der Zeitpunkt erreicht, dass ich mir vielleicht noch irgendwie irgendein kleines Side-Hustle oder was zusätzlich hole, wo ich irgendwie nochmal eine andere Arbeitsleistung anbiete? Wann ist aber auch der Punkt, Vollgas zu geben und einfach nur sagen, so, die Scheiße muss vom Schreibtisch runter. Was sind die richtigen Prioritäten? Und das ist und war immer wichtig. Aber Ja. das ist nochmal eine andere Hausnummer. Absolut. Und das ist wirklich, das kann man pauschal nicht sagen. Ja, das ist das, was du dir erarbeitest, weil es muss ja zu deinem Unternehmen passen. Weil für den einen passt genau das Side-Hustle und für den anderen passt es halt genau nicht. Und diese Prioritäten musst du selbst einordnen können. Du hast uns als Hilfe dabei, damit du es einordnen kannst. Ja, und ich sehe das immer wieder in den Begleitungen, die wir so haben. Am Anfang, die ersten 4, 6 Wochen, sagen, muss ich das machen? Wirklich? Nochmal? Mach's nochmal. Geht das so? Und dann merkst du nach 6 Wochen ungefähr, 4, 6 Wochen, kommt so auf das Business und auf den Kunden drauf an, dass es anfängt zu funktionieren. Und dann kommt überhaupt gar keine Frage mehr. Und dann fängt das nämlich nicht nur an zu funktionieren, sondern es fängt auch an, Spaß zu machen. Und es fängt an, Wirkung zu erzeugen. Und das ist das, wo alle hinwollen. Aber den Weg dahin, der ist knackig. Der kann auch lustig sein, der kann auch sehr unangenehm sein. Das ist unterschiedlich, ja. Aber der ist wichtig. Der ist so wichtig, weil danach ist die Welt wirklich nicht mehr so, wie sie vorher war. Also die verändert sich nicht so stark, aber deine Welt wird und dein Verständnis von deinem Unternehmen, von deiner Arbeitsethik, von dem, wie du auch von deiner Arbeitsstruktur auch, das wird ein komplett anderes sein. Und das steckt da einfach drin. Und da hast du so einen Maximalgewinn draus. Ich würde es einfach nur cool, also ich hätte es damals cool gefunden, als ich gestartet habe. Hör mir bloß auf. Also ich finde, das ist, glaube ich, einer der Effekte, dass wenn man so diese Sachen zusammenscrambelt, egal ob jetzt Real Business Magic Challenge oder die Inspired Action, wo du dann denkst, so, okay,
Wir halten uns ja an diese Sachen. Das ist ja nicht, dass wir diese Dinge nicht tun. Also da könnt ihr euch sicher sein, dass wir eins gelernt haben. Das, was wir rausgeben, machen wir besser auch mal intern und zwar schon ein bisschen länger. Hm. Aber wenn du dann so, weiß ich nicht, 5 Jahre, 10 Jahre oder auch 20 Jahre zurückgesehen hast, das wäre nett gewesen. Ne? Also das wäre schon einfach so ein anderer Punkt gewesen. Und das, glaube ich, ist auch einer der Punkte, die man so hart unterschätzt, weil das ist keine Aussage darüber, dass ich damals irgendwie, dass wir was falsch gemacht haben oder sonst was. So diesen Schalter im Kopf umzulegen, okay, ich habe das damals so gemacht, es war eine Variante, aber es war nicht die cleverste Variante. Es gibt bessere Varianten. Und es gibt auch dieses, und ich finde, das ist auch immer mit der Inspired Action, wie gesagt, dieser dritte Schritt in diesen 3 Regeln, um in diesen Flow, in diese Inspired Action reinzukommen, ist Take Immediate Action. Also wirklich, wirklich jetzt handeln. Nicht irgendwann, nicht übermorgen. Und das ist einer der Punkte, der zumindest mir, ich bin ja sonst schon so ein Energiedummy, aber was bei mir dann eben auch diesen Hustle-Modus manchmal ausgelöst hat, weil ich dann irgendwie ständig alles irgendwie angefasst habe, anstatt eben die 3 Schritte davor zu machen oder dann Opossum starre. Hm. Diesmal bin ich nicht eingefroren, diesmal habe ich so geguckt. Diese Opossumstarre zu machen, weil ich eben das davor irgendwie, das ging schon in die Richtung, aber dann habe ich mich irgendwie nicht getraut oder nicht gemacht oder war zu sehr in meinem Kopf und anstatt einzugestehen, so, ey, das wird jetzt nicht besser werden, wenn ich es in meinem Kopf 20 Mal puzzle. Ich werde erst rausfinden, wenn ich das nach außen gebe, wenn ich es im Zweifelsfall auch nur mal aufschreibe und dann gucke, wie diese Worte, wenn sie da auf Papier in schwarzer Tinte sind, auf mich wirken. Ja? Ja. Also, dass es zumindest da mal raus kann. Und das klingt immer so basic. Der Punkt ist aber auch, wenn du dir wirklich anguckst, was erfolgreiche Unternehmen ausmacht, dann ist es dieses, sich immer wieder einzugestehen, ich muss bei Punkt minus 1 anfangen, ich muss, ich und das weiße Blatt Papier und dann muss es raus. Und deswegen ist das auch mit dieser, wer so ein bisschen vielleicht energetisch irgendwie ein bisschen mehr unterwegs ist, wird es vielleicht auch schon mal von Karen gehört haben, so es schwingt was vor. Kennt ihr auch, das können coole Sachen sein oder es kann irgendwie, weiß ich nicht, kommt der Geburtstag oder eine Feier um die Ecke und man freut sich mal in so einem Vorfreudemodus, aber auch, wo du mal denkst, hey, was liegt denn hier jetzt in der Luft? Und jedes Mal, wenn ich in dieses Dokument von den 33 Tagen reingucke, dann merkst du, wie so, wow, so bomb, bomb, bomb. Früher hätte ich das einfach ganz weit weggeschoben, ich hätte auch nicht unbedingt drüber geredet oder sonst irgendwas, aber dann merkst du, wie viel Power da dahinter steckt. Und das war bei der Real Business Magic Challenge auch, wo du merkst, okay, da ist der Vibe drin. Und deswegen kam es auch so, ihr habt nichts gesehen, weil dieser Unterschied zwischen dem und den Inspired Action, also ihr seht jetzt das Google Doc nicht, was wir haben. Deswegen. Und ich glaube, ihr seht auch nicht die gelben Notizzettel, die hier an der Wand hängen, für Scramblen von der Inspired Action. Aber es ist so dieses Whoop, wo du so merkst, okay, das supportet, das will raus, das unterstützt einen. Und das ist eigentlich echt mega cool. Yes. Und deswegen, den Lack haben wir gesoffen. Genau, diesen Lack haben wir gesoffen. Das war guter Lack, das war nicht die schlechte Terpentinflasche. Hm. Das passt. Und ihr könnt euch wirklich das nochmal angucken. Ihr könnt euch da gerne auch noch Fragen dazu stellen. Könnt ihr total gerne auch unter dem Video noch stellen. Ihr könnt uns anschreiben, wie immer. Könnt ihr auch in den Einhörnern fragen oder sonst irgendwas. Genau. Aber wir haben sie nicht umsonst auf 11 Euro am Tag gepreist. Wo wir einfach uns überlegt haben, das ist ein Pricing, das sollte machbar sein und das wird nachher einfach auch einen ganz anderen Dampfer mal nach außen rausbringen. Also so viel könnt ihr euch sicher sein. Yes, also diesen Dampfer, ihr könnt noch zusteigen. Wir sind da. Noch. Genau. Das Intro ist übrigens Get Ready for Boarding. Just saying. Yes. Just saying. Siehst du? Das schwingt halt einfach. Genau, es schwingt halt schon. Genau, also, wir beenden dieses Technikdesaster heute und hoffen, ihr konntet alles sehen und konntet uns gut hören. Und freuen uns schon auf euch in der Inspired Action oder wo immer wir uns begegnen. Wünschen eine gute Woche. Du bist morgen nochmal mit der letzte Folge der Dirty Sales Tricks. Nee, die Englisch haben wir jetzt, es gibt noch ein paar mehr englische Folgen. Englisch gibt es mehr. Deutschsprachig ist war die letzte. Englisch haben wir noch ein bisschen Catch-up zu spielen, deswegen gibt es die englischsprachigen Dirty Sales Tricks, glaube ich, noch weitere 3 oder 4 Wochen. Ich muss mal nachgucken. Da sind wir schlauer, glaube ich, irgendwie nächste Woche. Aber die deutsche Variante war letzte Woche die letzte Folge. Ja. War diese Woche die letzte Folge, genau. Ja, genau. Also, guckt das nach, gebt euch das. Ihr habt da wirklich immer einen Gewinn draus. Habt eine gute Woche und schaut euch genau die 33 Tage ins Bad. Definitiv. Bis dann. Okay, macht's gut. Ciao.